Ja, meine Damen und Herren, die Welt ist ein Minenfeld geworden. Man weiß nicht mehr, was man sagen darf, man weiß nicht mehr, was man tun darf. Man weiß nicht mehr, wen man ansprechen darf, man weiß nicht mehr, ob man Komplimente machen darf. Alles kann falsch sein und das Schlimme daran ist, es kann sich auch jederzeit ändern. Niemand ist mehr auf dem aktuellsten Stand des neuesten Verhaltenskodex. Und zwar des Verhaltenskodex des Wokismus. Des neuen Gesinnungsterrors, der uns schon seit einiger Zeit immer mehr verfolgt, also des neuen Rechtlebens, des neuen Rechtverhaltens, wie wir uns zu verhalten haben. Und dieser Gesinnungsterror ist so schlimm geworden, der Verhaltensterror, die Verhaltenskontrolle, dass wir uns bei der Express-Zeitung gesagt haben, da müssen wir mal eine ganze Ausgabe drüber machen, ja. Und darin haben wir auch integriert den neuesten Wahnsinn des Wokismus, nämlich den sogenannten Rammstein-Skandal. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, den Chefredakteur begrüßen zu dürfen, dieser Ausgabe, mit dem ich mich jetzt hier unterhalten werde darüber. Das ist nämlich Tillmann Knechtel. Herzlich willkommen, Tillmann. Danke, freut mich, Gerhard. Also genau, ich will noch kurz hinzufügen, das wird jetzt hier ein Doppelvideo von uns sein. Der erste Teil erscheint, wie ihr gerade seht, hier auf dem YouTube-Kanal von Gerhard und der zweite Teil wird dann auch relativ zügig bei mir erscheinen, bei Trau kein Promi, da werden wir auch schon den Link in die Beschreibung setzen. Genau, und es geht um die neue Ausgabe der Express-Zeitung, die sich um den Wokismus dreht, die Woke-Ideologie. Und Gerhard hat da noch einen Extra-Artikel bekommen, kann man sagen, der ja fast nochmal eine Art Bonus ist zur Hauptausgabe. Es geht um was sehr Aktuelles, um den Rammstein-Fall. Um den Artikel soll es jetzt auch gleich gehen hier im ersten Teil. Genau, ich will aber kurz noch was sagen, und zwar um Missverständnissen vorzubeugen. Ich denke, sowohl ich als auch Gerhard sehen Rammstein jetzt auch als Systemband mit durchaus problematischen Inhalten. Und ich persönlich würde auch dem Frontsänger Till Lindemann eine Menge zutrauen, aber es geht hier jetzt um diesen konkreten Fall und die Vorwürfe und die Medienkampagne dahinter. Und den hat sich Gerhard dann in der neuen Ausgabe sachlich und forensisch angeschaut. Und auf keinen Fall soll das hier in irgendeiner Form eine Reinwaschung von dieser Band sein. Und das kommt auch in dem Artikel in der neuen Express-Zeitung klar rüber, wenn man ihn mal liest. Aber genau, da dann erstmal gleich zu meiner ersten Frage. Also was ist deine Sicht auf den Fall Rammstein? Ist denn dieser mediale Aufruhr, der gerade herrscht, ist der gerechtfertigt? Also mein Motiv war ja, wir haben das ja schon häufiger gesehen, solche Kampagnen gegen männliche Stars, Placido Domingo zum Beispiel, aber auch andere wurden also öffentlich an den Pranger gestellt, von Frauen beschuldigt und regelrecht fertig gemacht und dann auch haben sie alle ihre Stellungen verloren. Das interessierte mich an diesem Rammstein-Fall. Ich war noch nie ein Fan dieser Band. Ich habe dann erst jetzt anhand der Beschäftigung Videos von denen gesehen, war ziemlich entsetzt über diese abstoßenden Bühnenshows und so. Aber darum geht's ja gar nicht, wie du gerade gesagt hast. Es geht nur ganz allein um die nüchternen Fakten. Sind diese Anschuldigungen berechtigt? Und also die Anschuldigungen des sexuellen Missbrauchs, sag ich mal, oder der sexuellen Annäherung und solche Dinge. Das war mein alleiniges Ziel. Und ich habe daher einfach mal mir diese Kronzeugin vorgeknöpft, die das Ganze ins Rollen gebracht hat. Das ist diese Shelby Lynn. Und die hat ja ihre ganzen Erzählungen auf Twitter gepostet. Und zwar in einer recht geringen Zahl, 174. Das klingt vielleicht auf der anderen Seite wiederum viel. Aber das sind alle Posts auf dem gesamten Kanal. Das heißt, das sah so aus, als sei der Kanal nur deswegen auf Twitter gegründet worden, um diese Rammstein-Geschichte zu erzählen. Und ich bin dann diese Aussagen Stück für Stück durchgegangen und habe sie abgeklopft auf wirklich harte Beschuldigungen, auf Fakten, auf beweisbare Fakten. Und ich habe einfach rein gar nichts gefunden. Und das war das Erschreckende daran, dass man hier mit Anscheinserweckung, mit bloßer Anscheinserweckung auf Menschen losgegangen ist, denn auch diese Leute sind Menschen, die Rechte haben, ja. Und ja, das ist das Zwischenergebnis. Kannst du mal ein bisschen erläutern, was so die Kernpunkte sind bei den Vorwürfen von Shelby Lynn und was von denen eben, oder anscheinend läuft ja alles ins Leere, aber
Kannst du mal ein paar Beispiele nennen von den Vorwürfen, Nun an ja, den Frauen, die zum sich an Beispiel Frauen ist geworfen ja ein Vorwurf gewesen, dass sie sozusagen gespiked wurde. Da muss man auch erstmal im Lexikon nachschlagen, um diese Drogensprache zu entschlüsseln. Nicht jeder hat die ja drauf, ja. Und nicht jeder bewegt sich in solchen Kreisen. Also gespiked heißt, man habe ihr wahrscheinlich bei Rammstein K.O.-Tropfen oder ähnliche Drogen in die Getränke gemischt. Und sie formuliert das tatsächlich so, das ist schon mal ein gutes Beispiel, bei Rammstein. Nicht von Rammstein, nicht Rammstein hat das gemacht, sondern bei Rammstein. Jetzt ist das natürlich ein weites Feld. Das kann also ein Rammstein-Star gewesen sein, ein Mitarbeiter, ein Roadie. Ja, das kann selbst ein Mensch aus dem Publikum gewesen sein, bei Rammstein. Ja, das ist also ganz anders, als sich das anhört, gar keine direkte Beschuldigung. Und dann gibt es dankenswerterweise eine andere Zeugin, die war dabei bei dieser Party, bei der Vorparty, wo Shelby Lynn angibt, unter Drogen gesetzt worden zu sein. Und sie hat gesagt, ganz klar, also diese andere Zeugin, diese Flaschen wurden alle von uns selber aufgemacht. Die waren alle zu und versiegelt. Sie selbst hat Lindemann eine Flasche gegeben, die er dann geöffnet hat und aus der er dann einen Drink gemixt hat, ja. Also sie sagt, da gab es überhaupt keinen Raum für eine Drogenbeimischung. Man muss sich mal Folgendes vorstellen. Zu Beginn des Konzerts würde jetzt eine Band hingehen und würde ein halbes Dutzend Mädchen unter K.O.-Tropfen setzen. Ein halbes Dutzend Mädchen, die ja dafür vorgesehen sind, vor der Bühne zu jubeln und zu tanzen und so weiter. Wie sähe das aus, wenn die alle da zusammenklappen würden? Ja, weil K.O.-Tropfen wirken bekanntlich sehr schnell, ja. Das heißt, die Band müsste dann ein halbes Dutzend Notarztwagen holen. Ja. Macht sich alles nicht so gut. Die Polizei würde kommen. Ja. Also wenn ich ein Mädchen in Anführungszeichen vernaschen wollte in der Konzertpause, würde ich sie bestimmt nicht bei der Vorparty unter Drogen setzen. Ja, vor allem würde er alle Mädchen unter Drogen setzen, weil die Flaschen waren ja versiegelt, wurden von ihnen selbst geöffnet. Das heißt, die K.O.-Tropfen müssten vorher schon in der Flasche gewesen sein, was ja nicht besonders schlüssig ist. Und genau, dann ist auch nicht schlüssig, dass sie ja danach noch Stunden anscheinend Party gemacht hat, weil das hat ja alles vor dem Konzert stattgefunden. Und Richtig. wie kann es sein, dass diese Frau noch stundenlang dort erstmal vor der Bühne steht, dort feiert und dann danach sogar auf die Afterparty mitkommt. Also macht wirklich aus keiner Perspektive Sinn, weil man will ja auf der Vorparty genau, man will da gut angeheiterte Mädchen haben und nicht irgendwelche wankenden Zombies und ihnen da K.O.-Tropfen reinmischen. Ja. Richtig, es passt einfach gar nichts zusammen, was auch von vielen übersehen wurde. Und von ihr selbst wohl auch. Sie hat dann gesagt, sie hätte dann so gegen 20:30 Uhr praktisch komplett ihr Gedächtnis verloren, ja, durch die sogenannten vermeintlichen K.O.-Tropfen, deren Verwendung sie nahelegt. Ja, aber komischerweise, trotz dieser Totalamnesie oder dieses Filmrisses, erzählt sie dann haarklein, was weiter passiert sein soll, auch mit Lindemann und mit dessen Mitarbeitern. Sie schildert Dialoge, die stattgefunden haben sollen und alles, obwohl sie angeblich schon das Gedächtnis verloren hatte. Ja? Also wenn man sich das mal anschaut, diese Aussagen, was ja keiner macht, es wird ja immer nur vom Hörensagen berichtet. Man hat beim Spiegel hat jemand was gelesen und jemand anderes hat was im Stern gelesen oder in der Bildzeitung und hast du das schon gehört und jenes. Aber wenn man sich das mal genau anschaut, ist das absolut hanebüchen, widersprüchlich und es enthält auch keine wirklichen Fakten. Der Hauptpunkt an der Geschichte ist ja auch, dass selbst wenn etwas passiert wäre, keinerlei Straftat vorherrschen würde. Das Einzige, was man Rammstein wirklich als Straftat ankreiden könnte, wäre die Sache mit den K.O.-Tropfen. Nur die wurde ja jetzt schon von Gericht gekillt und abgestraft. Das heißt, wenn diese Sache fällt, gibt es in der Story eigentlich nichts mehr Skandalöses, weil im Grunde ist das, was da passiert, ja auch das, was von unseren Medien seit Jahren verherrlicht wird, also purer Hedonismus, jeder mit jedem. Von Frauenseite gilt das ja wahrscheinlich noch als emanzipiert, mit sowas zu machen, das ist ja besser, als in der Familie am Herd gefesselt zu sein. Also eigentlich ist da wirklich, fragt man sich da, wo da noch der Skandal ist, also dass Rockstars Groupies abschleppen.
Sollte ja schon seit den 60er Jahren mit den Rolling Stones und den Beatles bekannt sein. Und wenn dann diese K.O.-Tropfen-Sache nicht zutrifft, dann fällt die ganze Story in sich zusammen, ja. Und dann kann man sich zwar noch auf Sachen konzentrieren, die passiert sein sollen, und die kann man auch moralisch verwerflich finden, tue ich selber auch. Ich verstehe auch nicht, wie ein 60-jähriger Mann immer noch auf der Jagd nach jungen Frauen ist, wie er wirklich, das wird ja, glaube ich, auch nicht abgestritten, wie er jemand hat, der für ihn Groupies in den Backstage-Bereich holt. Es wird ja auch nicht abgestritten, dass er im Backstage-Bereich auftaucht und mit den Frauen feiert, was ja auch, wenn er eine Familie hätte und ein normales Leben führen würde, ein normales konservatives Leben, gar nicht passieren würde. Er würde ja einfach im Backstage bleiben, sich von den Frauen fernhalten und dann nicht mit denen noch anfangen zu trinken. Aber das sind halt alles keine justiziablen Vorwürfe. Und ja, damit fällt die ganze Story in sich zusammen. Ja, eigentlich kann sie ja nicht mal in sich zusammenfallen, weil es ist gar keine Story. Also wenn man sich die Aussagen von dieser Lynn ansieht, dann behauptet sie ja auch nirgends, es hätte einen sexuellen Übergriff gegeben. Sie schildert nicht mal einen körperlichen Kontakt mit einem Rammstein-Mitglied, ja. Und das Thema Sex wurde auch nicht mal von Lindemann oder von einem seiner Mitarbeiter ins Spiel gebracht. Also der Begriff überhaupt erwähnt, sondern von ihr selber. Sie selber hat den Mitarbeiter von Lindemann, der sie angeblich in diese schwarze Box gelockt hat, gefragt, geht es hier um Sex? Und er hat gesagt, nein, nein, auf keinen Fall und so. Lindemann will dich nur kennenlernen und so. Und als sie dann in diesem schwarzen Umkleideraum war, war es auch sie, die Lindemann gefragt hat, willst du Sex? Das will ich auf keinen Fall und so weiter. Ja. Und die Gegenseite, also Lindemann, laut ihrer Schilderung und der Mitarbeiter, der sie dorthin geführt hat, die haben überhaupt nichts von Sex erwähnt. Ja. Und es hat da auch laut ihrer eigenen Schilderung absolut nichts stattgefunden. Laut ihrer eigenen Schilderung ist Lindemann dann einfach gegangen. Ja. Also so, das ist einfach nur ein ganzer Haufen, ein großer Ballon heißer Luft. Ich nenne das, und das nennt man auch in der Juristensprache, Anscheinserweckung, ja. Also es wird hier durch viele Erwähnungen von Situationen, von Begriffen, wird da ein Anschein erweckt, der natürlich Fantasien auslöst bei den Lesern, bei den Zuschauern. Und in diesen Fantasien dann findet der Missbrauch eigentlich erst statt, beim Publikum, vielleicht bei ihr, aber nicht in dem Schriftlichen, das sie niedergelegt hat. Da ist nichts drin von all diesen Sachen, ja. Sie hat gefragt, willst du etwa Sex? Und er hat gesagt, nein, oder doch, er hat laut ihrer Schilderung hat er gesagt, ah, Joe hat gesagt, du würdest das wollen. Das war der Mitarbeiter. Aber den hatte sie ja auch gefragt und der hatte im Gegenteil das verneint und hat gesagt, nein, nein, es geht nicht um Sex. Ja. Und also, es gibt da noch viele andere Dinge zu erwähnen, auch den angeblichen Blackout, den sie erwähnt hat oder angeblich erlebt hat. Das kann an der Getränkekombination liegen. Es wurde dort nämlich ausgeschenkt in diesem Partyraum. Da wurde ausgeschenkt Alkohol zusammen mit Energy Drinks. Das ist ganz gefährlich, weil man trinkt nämlich viel mehr, als man eigentlich verträgt. Und dann kann es tatsächlich irgendwann zum Filmriss kommen. Oder man kann also schwere Vergiftungssymptome zeigen, ja, die sie auch geschildert hat. Übelkeit, Erbrechen, aber auch Schweißausbrüche, Schlaflosigkeit, typisch für Koffeinmissbrauch. Ja, da kann man natürlich, und auch Kreislaufkollaps, da kann man natürlich nicht mehr schlafen oder sowas. Ja, ausgeschlossen, also es ist eine ganz schlimme, natürlich, sind schlimme Beschwerden, aber die kann man lückenlos mit Alkohol und diesen Energy-Drinks erklären. Und warum werden die dort ausgeschenkt? Ganz einfach, man möchte die hübschen Mädchen vorne fit machen für diese Tanz- und Jubelorgie vor der Bühne, weil das ja Kameras aufnehmen. Also hat man einen Kühlschrank voll mit Getränken, Energy-Drinks, Alkohol, aber was Shelby Lynn wiederum nicht erwähnt hat, auch Saft und Wasser, laut anderen Zeugen. Ja, also so funktioniert das Ganze. Also was Shelby Linda für ein Bild erzeugt. Wenn niemand von der Band sie angefasst hat, was sie ja öffentlich gesagt hat, nur das wurde halt von den Medien quasi gar nicht so thematisiert, dann passt das auch nicht zusammen mit den blauen Flecken, die sie da am Ende hatte.
Weil da wurde ja auch ständig so eine Kausalität suggeriert, von wegen, ich habe blaue Flecken, ich war auf dem Rammstein-Konzert, was soll da sonst passiert sein, außer ich wurde von der Band, was weiß ich, brutal geschlagen oder vergewaltigt oder sonst was. Aber da ist ja wirklich gar nichts dran und es schließt sich auch gegenseitig aus, wenn sie sagt, sie wurde von keinem der Band angefasst. Also was sagst du Richtig. noch mal zu diesen blauen Flecken, die, Richtig. wie kam das Also zustande? Die zustande? sie selber schildert das ja, also sie hatte einige Drinks gehabt, ja, auf der Vorparty. Und diese Vorparty dient, wie gesagt, dazu, dass diese Mädchen in Reihe Zero, dass die einfach in Stimmung kommen, dass sie fit sind, aber auch gelöst. Und sie hatte da wahrscheinlich etwas zu viel erwischt. Und sie schildert selber, wie sie dort in dieser Reihe Zero herumstolpert und herumfällt sozusagen. Und das ist ja völlig klar, man kennt das auch von schwer Betrunkenen, dass die dann überall anrempeln und sich natürlich schwere blaue Flecken holen, ja. Und sie schildert auch hinterher, wie sie ins Hotel stolperte. Das sind ihre Begriffe, ja. Also das passt wirklich alles zusammen, mit einem Bild von Alkohol- und Koffeinvergiftung. Und für nichts anderes gibt es Beweise. Man muss ja auch sagen, was hier so geheimnisvoll klingt mit den Partys und die Mädchen und so weiter, das ist einfach professioneller Ablauf, ja. Das gehört zur Inszenierung der Show. Man macht eine Vorparty, um die Mädchen in Stimmung zu bringen für die Reihe 0 vorne an der Bühne, damit man schöne Bilder hat für die Kameras, ja. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und dann findet das Konzert statt und danach gibt es eine Afterparty, wo sich quasi die Band nochmal bei diesen Fans bedankt. Da gibt es dann nochmal einen kleinen Imbiss und Getränke und so. Und natürlich kommt auch der Star vorbei oder die Stars kommen auch vorbei, sagen Hallo. Eine Zeugin hat mal berichtet, wie Till Lindemann mit ihr getanzt hat, ein Tänzchen hingelegt hat. Der hat sich ganz manierlich und ordentlich benommen. Alles andere, was hier insinuiert wird, wäre ja auch absolut unprofessionellst. Ja? Wir haben hier ein Millionenunternehmen vor uns, die müssen diese Show von A bis Z wie am Schnürchen abwickeln. Und die können da keine Störfaktoren gebrauchen, sei es von außen, sei es von sich selber. Also wickeln sie das immer gleich ab. Vorparty, Konzert, Afterparty, Hände schütteln. Ein Drink, vielleicht ein Imbiss und das war's dann. Ja, so muss man sich das vorstellen. Ja, da würde ich vielleicht leicht widersprechen, weil es wurden ja auch bestimmte Aussagen von Rammstein nicht angezweifelt, die die vermeintlichen Kronzeugen da gemacht haben. Zum Beispiel jetzt auch gab es in Deutschland diese Kyla Schicks, die also gesagt hat, ja, ich wurde in einen Backstage-Raum gebracht, da wurde Alkohol uns gegeben und da wurde auch relativ schnell klar, dass es um Sex ging. Ich könnte mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass Till Lindemann wirklich ja, Groupies sucht und auch eine Mitarbeiterin dafür hat und dass es auch in den Situationen, zu denen es gekommen ist, vor allem konzentriere ich mich jetzt auf diese Kyla Schicks, dass es diese Situation gab, dass sie in einen Raum geführt wurde mit ein paar anderen Mädels, die da, also sie ist ja eine Volljährige, das ist gar kein Problem, sie ist freiwillig mitgegangen und sie durfte sich da hinsetzen und als sie gemerkt hat, okay, es geht um Sex, hier könnt ihr jetzt bald Till Lindemann ranspazieren und eine von uns angraben, ist sie halt wieder gegangen. Und da fragt man sich halt, ja, das ist doch ganz alles vollkommen im legalen Rahmen. Du sagst, du willst gehen, du darfst gehen, niemand packt dich an, du bist eine erwachsene Frau, du gehst da freiwillig hin, du wirst da sogar kostenlos hingebracht, du darfst dich betrinken. Also eigentlich bist du ja total privilegiert und dann letztendlich war es ein Abend, wo du dann halt am Ende kurz sagen musstest, nein, ich will dann doch weg. Und wo ist dann hier jetzt der große Skandal? Also eben, ich würde es halt dann so ein bisschen die Einschränkung machen, dass Till Lindemann möglicherweise ein degeneriertes Sexleben hat. Und wie gesagt, wenn er schon auf den Backstage-Partys auftaucht und mit den Frauen trinkt, mit 60 Jahren hat es schon einen gewissen Touch, könnte ich mir gut vorstellen, dass es wirklich so ist. Aber die Frage ist für mich eben, wo ist hier jetzt genau der Skandal? Ja. Also ich finde, dass allein deine Formulierung, die du benutzt hast, ja, die Mädchen werden in einen Raum geführt. Das ist schon hochinteressant, ja, wie diese Formulierung wirkt. Die kann man nämlich so oder so verstehen. Man kann sie so verstehen, ja, man zeigt ihnen halt den Vorpartyraum, ja, oder sie werden dorthin geführt im Sinne von verführt, ja.
Das ist nach meinen Recherchen, ich habe dafür keine Belege gefunden. Ich habe andere Zeuginnen, die das geschildert haben, als ganz nette kleine Party, sonst gar nichts, und die sehr wohl aber noch was anderes angemerkt haben, nämlich tatsächlich, dass der Sex von den Mädels dort ausgeht. Das heißt, die Erwartung, nicht die Handlung, die Erwartung. Also sie hatte Dialoge mit Mädchen dort und da ging es um die Frage, was wäre denn jetzt, wenn Till zu dir käme und mit dir Sex haben wollte und so. Und dann hat sie gesagt, also die Zeugin, die ich zitiere, ja, also das würde sie nicht machen, weil sie hätte schon gern ein paar Dates vorher und sowas, ja. Und dann haben die Mädels geantwortet, ach ja, dann wenn er zu dir kommt und dich fragt, schick ihn zu mir, ja. Und man darf ja eins nicht vergessen, dieses Schwarz-Weiß-Denken passt hier gar nicht rein in diese Diskussion, die bösen Männer und die armen verführten Frauenopfer, ja. So ist es nämlich keineswegs. Teilweise ist es vollkommen umgekehrt. Männer werden in unmögliche Situationen gebracht, dann kommt es nicht zu dem, was die Frau sich erhofft. Daraus erwächst dann sozusagen Aggression, ein Riesenhass, ich wurde abgewiesen, und daraus erwachsen dann oft auch Beschuldigungen, ja, ohne zu behaupten, dass das jetzt hier bei Lynn so war. Es könnte so gewesen sein. Im Grunde genommen wissen wir, Beschuldigungen funktionieren oft reziprok, ja, also man beschuldigt einen anderen dessen, was man selber gemacht hat, ganz klar, ja. Und jetzt mal entwerfen wir mal ein ganz anderes Modell, ja, einfach nur spekulativ, daran ist nichts zu beweisen, gar nichts. Aber nehmen wir mal an, ich habe das auch in der Recherche gesehen, Shelby Lynn hat versucht, wirklich an diese Band so nah wie möglich ranzukommen. Vorparty, Afterparty, also möglichst nah bei beiden Partys ran. Und nehmen wir mal an, sie hat diesen Umkleideraum entdeckt und hat sich gedacht, hey, da passe ich mal den Lindemann ab, den Superstar, ja, und stelle mich da hin und sage sozusagen, hey, Kleiner, so ungefähr, ja. Und dann kam Lindemann dazu und hat sie einfach rausgeschmissen, wie wäre es mit dieser Version, ja. Und daraufhin wurde sie natürlich stinksauer, ja, hat sich auch weiter betrunken und alles und hat dann einen riesigen Skandal inszeniert. Nur mal als Gegenmodell, wie es auch gewesen sein könnte, wie gesagt, Spekulation. Aber ich bin dagegen, also einfach hier immer dieses Narrativ zu benutzen, schwarz-weiß, die bösen männlichen Verführer, das ist ja gerade der Wokismus, ja, und die armen verführten Frauen, das ist totaler Quatsch, auch in den Fällen Weinstein und so weiter, Filmproduzenten, die beschuldigt wurden, da kann ich nur sagen, Schauspielerei in Hollywood ist Prostitution und das wusste auch jeder. Das wussten auch die Frauen. Und wenn ich nachts um 12 zu einem Produzenten auf sein Hotelzimmer gehe, zu einer Besprechung, dann kann ich mir also vorstellen, wie diese Besprechung verlaufen wird. Ja? Und dann sollte ich nicht hinterher rumjammern und den Mann da in den Knast bringen. Ja? Sage ich jetzt mal ganz allgemein. Ne? Also da müssen wir schon beide Seiten betrachten, meiner Meinung nach. Genau, ja, das ist ja der große Elefant im Raum. Also Shelby Lynn sagt selber, sie sei ganz großer Rammstein-Fan gewesen. Sie geht auf die Party, sie betrinkt sich dort. Es ist, glaube ich, sogar alles kostenlos für sie. Sie will offensichtlich Rammstein nahe sein. Das ist klar aus ihrem Verhalten erkennbar. Sie bringt zuerst Sex ins Spiel, obwohl der Mitarbeiter davon gar nichts sagt. Da kommt schon so eine gewisse, ja, Frustration durch, die dann mit deiner Theorie zusammenpassen könnte. Und ich habe auch immer so ein bisschen den Tenor bemerkt, sowohl bei dieser Kyla Schicks als auch bei Shelby Lynn, dass sie sich immer so ein bisschen selber aufwerten wollten, so nach dem Motto, ah, diese bösen Groupies von Rammstein, die einfach nur Sex mit ihm haben wollen, aber diese Kyla Schicks hat zum Beispiel gesagt, ja, ich bin gar kein so großer Fan von dem und ich finde den gar nicht so toll. Hält sich aber trotzdem da bei ihm auf in seiner Party und geht sogar mit in diesen Raum. Anscheinend hatte sie schon irgendwie Lust, ihn zu treffen. Aber wir wollen halt trotzdem keinen Sex mit ihm, weil wir sind das Besseres, weil das große offene Geheimnis ist natürlich, dass nach jeder Show wahrscheinlich Dutzende Frauen dastehen, die einfach Sex mit ihm haben wollen. Und er da sicher auch nicht übergriffig werden muss, sondern dass es genau, eine beidseitige Sache ist, dass er
wenn er, also je nachdem, wenn er da wirklich so sexbesessen ist, dass er den Sex haben will und die Frauen auch den Sex haben wollen und sich danach vielleicht schlecht fühlen, weil sie halt merken, ja, okay, das ist natürlich nicht gerade das nobelste Verhalten, mit einem Rockstar ins Bett zu steigen und dann nach einer Nacht wieder abserviert zu werden, dass man dann halt, wenn er wirklich dieses Groupie-System am Laufen hatte, vielleicht auch Dutzende Frauen finden, die dann noch irgendwo frustriert sind, könnte ich mir schon vorstellen, ja. Also man muss sich aber vergegenwärtigen, wie lebensecht ist das eigentlich? Ein 60-jähriger Mann tobt 1 bis 1,5 Stunden um die Bühne, dann verschwindet er von der Bühne, während das Publikum wartet und auch die Band auf der Bühne wartet. Derweil läuft Musik vom Band, ja. Er verschwindet ganz kurz unter der Bühne, um sich umzuziehen, ja. Dafür hat er nicht lang Zeit. Und des Weiteren ist er natürlich schon in dem Alter ziemlich ausgepowert. Das heißt, man sieht auch auf den Aufnahmen, wenn er über die Bühne läuft, das ist ein alter Mann, ja. Und der soll jetzt also in den 5 Minuten unter der Bühne, wo er also sich umziehen muss, noch ein Mädchen vernaschen, das zudem vielleicht noch gespiked ist, sprich bewusstlos oder halb bewusstlos, die herumzerren oder was. Und dort auf einem Stuhl verarzten, wenn er denn auch mit dem Mädchen eigentlich hinterher sich im Hotel treffen könnte. Ganz gemütlich im King-Size-Bett, mit einer Bar, mit einem schönen Badezimmer, mit Zimmerservice. Ja, wo sind wir denn? Wer glaubt denn so eine Geschichte? Also ich glaube die nicht. Ja, es kommt natürlich darauf an, also unter der Prämisse arbeiten, dass er vielleicht sexbesessen war, könnte das natürlich sein, aber selbst dann, also wenn er unter der Bühne eine Nummer schiebt, wurde die Frau da also dort eingesperrt oder wurde die von Mitarbeitern dorthin gezogen oder, also was wäre denn dann der Skandal, wenn da eine Frau ist, eine erwachsene Frau, die ihn freiwillig da unter der Bühne befriedigt? Also, Gar das wäre. keiner, gar keiner. Das wäre früher mal ein Skandal gewesen, aber die Maßstäbe wurden ja total verschoben. Also unter anderem auch durch Rammstein selber. Deswegen war das ja auch so eine Mainstream-Band, die ja noch vor Jahren vom Spiegel begeistert gelobt wurde, weil sie zeigen Kannibalismus, was weiß ich, Geschlechtsverkehr auf der Bühne und sonst was. Das hat ja perfekt in die Agenda gepasst, der totalen Enthemmung, der Auflösung sämtlicher Konventionen, der Geschlechter, der Dekadenz, das war also ja so eine Band, die völlig außer Rand und Band war, ja. Und daraus kann man aber jetzt nicht schließen, das sind ja alles professionelle, trotz des ganzen Chaos, professionelle Aufführungen gewesen. Daraus kann man jetzt nicht schließen, dass die also absolut idiotische Risiken eingehen würden, die geeignet wären, ihre Band zu sprengen, ja. Ich habe schon erwähnt, also gespiked, vergewaltigt oder missbraucht, das könnte alles Polizeieinsätze nach sich ziehen, ja. Und noch ein Punkt, apropos gespiked, Shelby Lynn hat ja selber hinterher einen Drogentest gemacht, nach der Show. Und das Ergebnis war negativ, ja. Also kein Alkoholtest, sondern ein Test auf Drogen, auf andere Drogen, ja. Das Ergebnis war negativ. Das schreibt sie alles. Was will die Frau, frage ich mich und dich und das Publikum. Ja, ist eine gute Überleitung, weil was die Frau will, könnte man da einiges dahinter vermuten. Vielleicht sogar eine Kampagne, weil Rammstein war ja eine Systemband sondersgleichen, sonst hätten sie es ja gar nicht so weit geschafft. Nur eben allzu oft frisst dann die Revolution auch ihre Kinder und der kleinste Abweichler wird schon abgesägt in der heutigen BRD. Da gibt es ja auch andere Namen wie Til Schweiger oder Alice Schwarzer und so weiter. Also da. Eine Frage darauf, was wären so in deinen Augen mögliche Motive gewesen in, sag ich mal, den höheren Rängen, bei den politischen Tugendwächtern, um Rammstein da abzusägen oder eine Kampagne gegen sie zu fahren? Ja, da möchte ich vorausschicken, es gibt natürlich tatsächlich Anzeichen für noch eine weitere Ebene über dieser Shelby Lynn. Ja? Wenn man sich nämlich mal ihre ganzen Aussagen anschaut, ihre Äußerungen auf Twitter, dann sind die eigentlich juristisch sehr genau eingestellt. Sie übertreten praktisch nie die Grenze zur Tatsachenbehauptung. Und wenn es nötig ist, dann dichtet sie das auch selber ab, indem sie zum Beispiel nochmal richtig explizit klargestellt hat, Till Lindemann hat mich nicht angefasst, nicht groß. Ja? Also da versucht sich jemand juristisch abzusichern und die ganze Sache ist so geschickt formuliert, dass man eben, wie gesagt, keine wirklichen Tatsachenbehauptungen dort finden kann.
und auch keine wirklichen Beschuldigungen irgendeiner kriminellen Tat oder sowas, ja. Und da fragt man sich natürlich schon, ist das wirklich auf dem Mist dieser kleinen, dieses Mädchens gewachsen, diese ganze Aktion? Zumal noch eins dazu kommt, dass sie jetzt als Aktivistin aufgebaut wird. Danach. Jetzt hält sie Reden. Sie hält Reden vor Frauengruppen, um nicht zu sagen vor einem Frauenmob, um die aufzupeitschen und was Mädchen und was Frauen, worauf die achten müssen und wie sie sich wehren müssen, bla bla bla. Keinerlei Behauptungen mehr über Rammstein, gar nichts, alles nur noch weiterhin heiße Luft. Ja. Und da fragt man sich schon, ja, ist das eigentlich, ist diese Sache da bei diesem Konzert in Vilnius vielleicht Teil eines größeren Ablaufs gewesen und hat da jemand noch mitgewirkt, ja? Und wollte man Rammstein auch jetzt absägen? Und natürlich geht es nicht nur um Rammstein und nicht nur um Lindemann. Es geht eigentlich auch um Männer, ja? Es geht wieder mal um Männer, die Männerschweine, ja? Und Lindemann ist dafür wahrscheinlich eine super Besetzung, so wie er sich auch aufführt. Wie gesagt, davon bin ich überhaupt kein Fan, ja? Und es war auch die Rede von toxischer Männlichkeit, die Rammstein verbreiten würde. Das ist also auch ein typischer Vogue-Begriff, ja, toxische Männlichkeit. Ja? Das ist ja eigentlich ein diskriminierender Ausdruck vom Feinsten, etwas Giftiges in der Männlichkeit. Man sollte das mal über Frauen sagen, da wäre was los, ja. Und was jetzt noch sehr interessant ist, wer sich jetzt beschäftigt mit dem Fall Rammstein. Natürlich die ganze deutsche Medienmeute unter der Führung des Spiegel, aber nicht nur das, sondern sogar das amerikanische Magazin Foreign Policy hat einen Artikel über Rammstein geschrieben, wo all diese Vorwürfe vorkommen. Toxische Männlichkeit, Deutschtümelei und sowas. Ein weiterer Kritikpunkt, dass Rammstein Deutsch singt und die deutsche Sprache verbreitet auf dem Globus. Ja? Das ist ja eine globale Band. Und Foreign Policy ist nicht irgendeine Zeitung, nicht irgendein Magazin. Das ist die Hauszeitschrift des Council on Foreign Relations. Also die ganz große das große globale Steuerungsgremium der USA. Das heißt also, Rammstein ist Thema jetzt auf der höchsten globalen Ebene, nicht erst jetzt, schon vorher gewesen. Schon vorher. Ja. Und da kann man sich ausmalen, dass hier irgendwo mal also der Stab gebrochen wurde über dieser Gruppe, weil die Wahrnehmung dieser Eliten, dieser Gruppe ist gekippt. Am Anfang hat man das begrüßt, diese Schweinereien auf der Bühne, dieses dekadente Getue, die sexuellen Anspielungen, das Pornografische, das war alles hoch erwünscht. Und dann fingen aber weltweit plötzlich Leute an, ohne Witz, Deutsch zu lernen mit Hilfe von Rammstein-Texten. Da gab es regelrechte Kurse, ja. Und das verbreitete sich also über den ganzen Globus und das Deutsche feierte so eine Art ich würde mal sagen, kaputte Renaissance in Form dieser Rammstein-Songs, ja. Und das war natürlich zu viel für die globalen Eliten. Und man sieht ja auch das daran, dass das jetzt immer weitergeht. Man hätte jetzt gedacht, die Sache ist jetzt ausgefochten. Es gab Gerichtsurteile gegen die Verleumder. Und jetzt glätten sich mal wieder die Wogen, ja, und man leckt gegenseitig die Wunden. Rammstein kassiert hoffentlich einen Haufen Schmerzensgeld. Das wünsche ich ihnen, obwohl ich, wie gesagt, kein Fan von denen bin. Sie hätten es aber verdient für diese Schweinereien, die ihnen angetan wurde, ja. Und aber nein, es findet hier, die Wogen glätten sich nicht, sondern das ganze Ding wird also krampfhaft am Leben erhalten. Und wir als Medienbeobachter wissen, was das heißt. Da steckt Energie und Absicht dahinter, wenn man immer neue Artikel launcht, wenn man das Thema immer wieder mit halbseidenen Sachen aufwärmt, die gar keine Geschichte wert sind, ja, wie diese Rede von Shelby Lynn, diese Frauenrechtlerrede, ja, die einfach nur Geblabber ist, sonst gar nichts, ja. Und da merkt man, ja, man spürt die Absicht und ist verstimmt, ja. Also, man will diese Rammstein-Sache und Lindemann-Sache nicht sterben lassen. Man will wahrscheinlich, und das ist eben meine Vermutung, diese Band wirklich tot machen. Die muss weg. Diesen Beschluss hat irgendjemand gefällt, aus meiner Sicht. Genau, also sie
erfüllen gewisse Punkte, die natürlich auch in den Wokismus hineinpassen. Sie stehen sehr niedrig in der Opferpyramide, auf die wir auch dann im zweiten Teil kommen werden. Also sie sind weiß, sie sind heterosexuell und sie sind Männer und sie sind dazu noch deutsch, was auch nicht gerade ja in manchen Kreisen als besonders ja gut gesehen wird. Also sie erfüllen schon einige Feindbilder des Wokismus und treffen da auch voll zu in diese Kriterien. Das heißt, vielleicht ist es jetzt einfach Zeit, wirklich auch den alten weißen Mann abzusägen und ihm Adieu zu sagen und ihm allein den Vorwurf zu machen, dass er mit Frauen schläft, der ja noch bisher nicht vom Gesetz sanktioniert wird, obwohl man es jahrelang gefördert hat. Also da hat man wieder das Bild von die Revolution frisst ihre Kinder. Jetzt wird sogar das abgesägt, was man über die Jahre gefördert hat, der pure Hedonismus, die sexuelle Befreiung, der Rock'n'Roll-Lifestyle, auch das gehört jetzt genau auf die Müllhalde der Geschichte, sage ich mal. Ja, aber es dient eben auch der Einschüchterung aller Männer, ja. Also die Botschaft ist ja, mein Gott, nähere dich bloß nicht mehr irgendeiner Frau an, ja. Am besten fährst du auch nie mit einer Frau in einem Aufzug oder du bist nie mit einer Frau in einem Zimmer alleine und so weiter, ja. Weil sofort kann daraus ein Skandal konstruiert werden. Und das wiederum, das dient meiner Meinung nach ganz klar, weil diese Strategie haben wir schon seit Jahrzehnten, die sich immer mehr verschlimmert, die Skandalisierung männlicher Kontaktaufnahme, ja, wobei die hier möglicherweise gar nicht stattgefunden hat, sie wird aber nahegelegt, die Skandalisierung männlicher Kontaktaufnahme dient auch der ganzen Geburtenkontrolle Agenda, ja, weil so die Geschlechter natürlich nicht mehr zusammenkommen. Der Mann war ja früher immer der Initiator, meistens eines Kontakts, ja, zwischen Mann und Frau. Der Mann hat immer, also nicht immer, aber meistens die Frau angesprochen oder meistens ist er auf sie zugegangen. Das wird derartig skandalisiert und auch dieses Element ist in diesem Lindemann-Skandal drin. Das wird dermaßen skandalisiert, dass sich kaum noch ein Mann sowas überhaupt trauen kann. Genau, und es wird auch als Macht ausgelegt, dass er seine Position ausnutzt. Dabei ist es ja kein Geheimnis, dass Frauen bei der Partnerwahl immer etwas nach oben abzielen. Und es ist ja kein Zufall, dass viele alte Männer, die viel Geld haben, auch mit jungen Frauen rumlaufen. Also da ist eine wahnsinnige Heuchelei darin zu sehen, dass man ihm jetzt vorwirft, er würde seinen Status ausnutzen, um an Sex mit Frauen zu kommen. Dabei ist es halt faktisch so, dass Frauen sich was ich selber ja, was man auch bemängeln kann, sich nur oft nach solchen Kriterien auch ausrichten und man als Mann ja regelrecht gezwungen ist, nach diesen Kriterien auch zu arbeiten, eine gewisse Leistung zu bringen, sich einen Status zu erarbeiten, von mir aus Millionär zu werden und dann natürlich schönere Frauen zu haben. Ja, also so funktioniert nun mal die Welt. Ich finde es auch relativ oberflächlich und sehe da nicht den perfekten Lebenssinn dahinter, sich nur nach hübschen Frauen umzusehen und nach jungen Dingern. Aber die Frauen machen ja selber mit und es wird ihnen da jegliche Eigenverantwortung komplett abgesprochen und es wird so getan, als wären sie die armen Opfer. Genau, wenn dann das Verhaltensmodell ist für junge Männer, dass die das sehen und sich denken, ach herrje, dann, wenn mir sogar das vorgeworfen wird, ich kann nicht mal mehr ein Rockstar werden und dann schöne Frauen haben. Wie soll ich dann überhaupt eine Frau je ansprechen, weil es ja dann sicher noch mehr als Belästigung angesehen wird, als wenn ein Till Lindemann auf mich zukommt, der wenigstens noch einen gewissen Status hat. Also da eben genau für die ja, für die Fortpflanzung allgemein oder ist es fatal, ja. Und genau, die Geschlechter werden immer weiter auseinander dividiert und das spielt eben in diese Agenda mit rein. Deswegen wird man da auch so hellhörig, wenn man solche bestimmte Begriffe hört, wie toxische Männlichkeit und so weiter. Und da geht dann schon die Alarmglocken an, ne? Dass es so hochgekocht wird, hat was mit der Agenda zu tun, die halt gerade läuft. Absolut, das ist diese Agenda des Wokismus, ja, und der Verleumdung von Männern generell, der Verdächtigung von Männern generell. Männer stehen unter Generalverdacht, irgendwie Sexmonster zu sein und sowieso jeden Tag zwei Frauen zu vergewaltigen und so, ja. Und das ist eine unglaubliche Hetze, die dann auch manchmal in eine Art Lynchjustiz münden kann, ja, weil sie eigentlich nur noch auf Emotionen beruht
und nicht mehr auf Fakten. Und das war mein Anliegen bei diesem Artikel, die Emotionen mal wegzulassen. Auch meine persönlichen ablehnenden Emotionen gegenüber Rammstein. Ich fand das furchtbar, finde das furchtbar, was die da machen in ihrer Show. Ja, aber das beiseite zu lassen und nur auf die juristischen und journalistischen Fakten zu gucken. Und da ist eben, wie gesagt, nichts drin. Genau, ja, dann würde ich fast sagen, wir leiten mal über auf den zweiten Teil, der dann auf meinem Kanal erscheinen wird. Also Link ist dann hier in der Beschreibung und wird wahrscheinlich ja kurz, vielleicht ein, zwei Tage nach diesem Ding hier erscheinen. Das werden wir dann mal sehen. Und ja, vielen Dank, Gerhard, für deine Sicht auf den Rammstein-Fall. Also wie gesagt, den ganzen Bericht über Rammstein und Shelby Lynn findet man in der Neuen Express-Zeitung. Die Nummer 55 über Wokismus. Und wer die kaufen will oder uns am besten natürlich mit einem Abo unterstützen will, der klickt dann auch bitte auf den Link in der Beschreibung. Da kommt man direkt zum Shop und dann unterstützt man auch Gerhard Wisniewski, weil es ist sein Partnerprogramm. Genau, also, aber jetzt werden wir uns im zweiten Teil mal detaillierter dem Hauptthema Wokismus widmen. Genau, Link zu meinem Kanal ist in der Beschreibung, da bitte draufknicken. Und da geht's dann weiter. Also, danke Gerhard und bis zum zweiten Teil. Gerne, bis gleich.